So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir wollen uns heute doch mal die drei Rocket-Bosse vornehmen, wegen der Spezialforschung zu Crypto-Ho-Oh. Ich habe euch hier mal meine heftige Cheater-Karte eingeblendet. Das ist unsere Map für unsere Stadt. Ich habe jetzt eingestellt, dass man die 5er-Raid sieht. Hier beim Stadtwappen, da bin ich jetzt gleich hier in der Nähe, geht gleich noch ein 5er-Raid auf, den werde ich mitnehmen mit meinen 6 gelben. Und ich habe mal die Rocket-Bosse eingeblendet. Ihr seht also Cliff, Sierra und Alo auf der Map. Links vom Stadtwappen hier, ne? Links hier von dem 5er ist Sierra. Die werde ich jetzt machen. Dann werde ich hier runterlaufen Richtung Markt, werde da den Alo mitnehmen. Ungefähr in der Mitte. Und dann laufen wir nochmal links runter. Da ist nämlich noch ein Cliff. Und den werden wir auch mitnehmen. Dann haben wir die drei Rocket-Bosse in einem Video. Wenn ich jetzt hier rüber gehe, startet es gerade neu. Das sollte eigentlich nicht so sein. Wir stellen euch jetzt aber mal hier drauf. Packen uns hier rüber. Ich habe meine Pokémon wieder beschriftet, habe jetzt überall ein RRR dran gemacht, dass ich weiß, dass ich die immer für Team Go Rocket nehme. Normalerweise nehme ich ja immer Regirock mit Zielschuss, Steinkanne zum Schilde rauslocken, ein Kyogre mit Wasserattacken und ein Despotar mit Gesteinsattacken noch rein. Alternativ zu Sicherheitswarnung, genau, Wetter und alles andere. Alternativ zu, wie heißt sie jetzt hier? Regirock kann man natürlich auch Lucario zum Schilde rauslocken nehmen. Ihr seht also, das unten ist der Markt. Wenn ihr hochlauft, war da der Raid. Und links vom Raid, also hier Sierra. Die machen wir jetzt mal. Altes Offizierscasino ist der Stop. Hier ist auch die Schule. Das hört ihr vielleicht im Hintergrund ein bisschen. Setzen mal einen Rocket-Radar hier ein. Gehen hier drauf, drücken RRR. Wir wollen das heute alles mal mit Lucario durchspielen. Das heißt, ich packe den an zweiter Stelle, wechsel den dann direkt rein, wenn der Kampf losgeht, um mit dem die Schilde rauszulocken und mit dem Sneebel, ja. Das heißt, wir drücken jetzt schon auf Lucario zum Einwechseln. Dann haben wir wieder die 3-Sekunden-Regel. Wir können schon mal angreifen, der Gegner kann nichts machen. Jetzt können wir gleich schon mal den Steigerungshieb machen. Er schildet sowieso. Also bis jetzt ist das alles was, was ihr natürlich auch genauso machen könnt. Jeder sollte bestimmt irgendwo schon mal ein Riolo herbekommen haben und sich ein Lucario entwickeln. Ist auch nicht teuer, kostet ja nur 50, um das zu entwickeln. Jetzt haben wir hier das zweite Ampharos. Okay. Da holen wir auf jeden Fall kein Kyogre rein. Aber wir haben uns jetzt schon zweimal gesteigert im Angriff. Vielleicht kriegen wir es ja hin, den trotzdem ein bisschen zu plätten. Oh, der knallt uns da eins vor die Mütze. Moment. 3-Sekunden-Regel fruchtet jedes Mal. Wir können nochmal draufhauen. Das macht jetzt nicht viel Schaden, aber wir müssen diese 3 Sekunden immer ausnutzen. Er kommt das zweite Mal durch mit einem Move. Das heißt, wir sind fast tot, weil wir halten halt nicht so viel aus. Aber wir schaffen es, mit unseren normalen Angriffen einfach mehr Schaden zu machen als mit unserem Charge-Move. Jetzt ist er auch tot. Und als letztes ein Cetra-King. Ja. Da würde ich jetzt das Despotar da wiederum nicht reinholen, aber wir haben ja noch das Kyogre übrig, was hoffentlich ein bisschen entgegenhält. Hier sieht es eigentlich auch gut aus. Ich glaube, wir kommen, nee, kommen wir nicht, aber wir haben noch unser Kyogre übrig. Wenn ihr jetzt kein Kyogre habt, ihr könntet auch Kingler als Wasserangreifer nehmen. Ich sage es jedes Mal, ist auch eine gute Alternative. Kingler mit Krabhammer. Ist auf jeden Fall auch ein starkes Wasser-Pokémon, sollte man nicht unterschätzen, aber ich bin so weit gekommen, nur mit Lucario. Wie gesagt, Lucario müsste jeder haben, dürfte jeder haben. Das war eigentlich eine leichte Sache, Sierra ist besiegt. Was das jetzt wird, wie gut das ist, zeigt man euch nachher am Ende. Wir nehmen das Pokémon nämlich jetzt mit für den Übergang, machen vorne fix den Raid und gehen runter zu Alo. Und am Ende, wie gesagt, noch Cliff mitgenommen. Für Giovanni mache ich dann wieder eine Extra-Folge. 9.899, okay, ab geht's. Wir gucken nur kurz, ob es shiny ist. Nee, ist es nicht. Also wir sehen uns bei Alo. So, wir sind angekommen hier beim Alo. Stolpersteine Familie Jankelowitz. Hier wohnt eine Familie Jankelowitz. Weiß ich gerade gar nicht, wo das genau ist. Vorne sind Stolpersteine, aber das ist, glaube ich, Rosenthal.
vom Bäcker, aber die sind kein Stop, beziehungsweise sind die ein Stop, aber wieder nicht da, sondern wieder woanders. Ist alles ein bisschen kompliziert, ein bisschen durcheinander. Hier ist eigentlich genau der Grieche, wo ich gerade bin. So, wir nehmen wieder unser eingefleischtes Team. Eigentlich ist es eine Frechheit, dass ich Rigi Rocket so vernachlässige. Schließlich ist Rigi Gigas gerade in den Raids. Und Regirock wollte ich eigentlich einen 100er haben. Hätte ich mich auf jeden Fall mega gefreut. Jetzt mal gucken hier, ob wir dem Blutzug was ausrichten können. Gegen das Blutzug. So. Wir sind auf jeden Fall nicht effektiv, also nicht so wie bei Sneebel eben. Sneebel war auf jeden Fall richtig genial. Jetzt müssen wir mal hier gucken, wenn der mal angreift, was das macht. Also das Lucario hält sich einigermaßen gut. Trotzdem, die ganze Zeit war Regirock da. Ich habe immer auf Regirock geschworen. Regirock hier, Regirock da, Regirock Beste. Und jetzt auf einmal Hochverrat. Lucario ist der Boss. Aber das geht irgendwie auch alles schneller gefühlt. Wenn ihr Lucario habt, die Schilde sind schneller rausgelockt. Die Attacken fühlen sich schneller. Es macht irgendwie mehr Spaß, mit Lucario zu kämpfen, als jetzt mit Regirock. Regirock ist halt ein bisschen träge. Aber ist trotzdem immer noch ein cooles Pokémon, obwohl viele wieder sagen, ist nutzlos, braucht man nicht, ist Crap, aber für die meisten ist eh alles Crap. Also ist ja egal, was die meisten sagen. Wir haben jetzt Lucario. Habe ich keinen 100er. Das Beste ist, glaube ich, ein 98er Glücks-Shiny. Das ist aber nicht das. Oder? Nee. Vielleicht ist das auch das und es ist gar kein Glücks-Shiny, sondern es ist einfach nur ein 98er. Ich blieb selber nicht mehr durch, zu viele Pokémon, zu viele Sachen von einer Sorte, zu viel hochgezogen. Jetzt wäre es eigentlich schlau gewesen, vielleicht Despoda reinzuholen und mit Despoda hier Steine zu werfen. Wir probieren es mal kurz, sehr effektiv. Ihr wisst, alles was Flügel hat, Steine drauf. Können wir vielleicht sogar so durchgehen, ohne einen Move zu machen. Und wenn er einen machen will, haben wir ja noch unser Schild, was wir nicht brauchen. Und als letztes ein Magnezone. Da wäre Kampf jetzt trotzdem wieder gut gegen Stahl. Wir hauen einfach mal jetzt hier den Knüppel drauf. Gucken wir, ob wir noch schnell unseren Knirscher voll kriegen, damit er die volle Breitseite kriegt von beiden Moves. Ja, Knirscher haut auf jeden Fall mächtig rein. Hätte ich mir das nämlich sparen können. Ist nämlich nicht Typ Flug und wenn es so weitergeht, schaffen wir das sogar noch mit diesem Despoda. Es hat ja kaum noch Energie übrig. Hauen den noch weg und dann laufen wir noch mal quer eine Runde durch den Park, um uns unten am Fahrrad, Fahrrad-irgendwas-Dings, den Cliff zu suchen. Der hängt nämlich noch da unten. Wir hängen hier oben, wir gucken nur mal kurz, ob es ein Shiny ist und dann fangen wir es wieder im Überblendungsbildschirm. Ich sehe schon wieder die Hater, die sagen, Ramses, nimm doch mal andere Pokémon, ja. Mach doch mal Challenges, probier es doch mal mit Pokémon unter 1500. Probier es nur mit Krypto-Pokémon, probier es nur mit Taubsi und so weiter. Es ist auf jeden Fall kein Shiny, das heißt, wir sehen uns dann beim Cliff zurück. Boah, wollt ihr mal den Parkplatz hinter mir sehen? Das ist der Parkplatz. Ja, wir melden uns bei Cliff. So, bin jetzt hier angekommen beim Cliff und eigentlich ist hier vorne, wenn man aus dem Park rausgeht, dieses Schild von dem Werratal Wanderradweg irgendwas. Aber ich musste weiterlaufen hier rüber und hier steht, dass das Schild da ist, aber ich sehe kein Schild, weil ich stehe hier mitten an der Straße. Hier ist eine Brücke, da ist wenigstens ein bisschen Schatten, da drüben ist pralle Sonne, hier ist Autozeug, aber ich sehe auf jeden Fall kein Wanderschild. Ja, willkommen in Hildburghausen. Ich packe euch jetzt mal hier hin, in der Hoffnung, dass ihr da nicht runterfallt. Da habe ich gerade übelst Schiss, das sieht man vielleicht, wie verkrüppelt ich dastehe und wie zögerlich ich hier rumhantiere. Wir setzen aber den Rocketradar ein, drücken dreimal R. Nehmen wieder dat, unser eingeschworenes Team. Ich mach's aber mal ein bisschen leise. Haben jetzt Zermurzel am Start, wechseln zuerst aber wieder auf Lucario. Ich fühle mich hier wie auf der Autobahn. Im Endeffekt fährt mir eh einer meinen Arsch weg, das kann auch sein. Was soll ich machen? Hier ist halt nichts. Und ich wollte mich nicht da drüben in die pralle Sonne stellen, vor allem weil ich da auch keine Ablage habe.
Jetzt sieht es so aus, als würde ich hier runter kotzen. Das Zermurzel ist auf jeden Fall direkt weg. Das sieht schon mal gut aus. Das heißt, wir müssen das Schild jetzt am zweiten rausloggen. Also das zweite Schild beim zweiten. Passt. Was ist das überhaupt? Krabi. Kingler. Angriff steigt. Okay. Da können wir noch einen machen. Habe ich beim letzten Mal natürlich nicht gehabt. Ich habe ja schon mal gegen die drei gekämpft, als es nochmal um das Zapdos ging. Die haben ja seitdem nicht gewechselt. Ist aber nicht schlimm, ne? Kommt immer drauf an, was die für Pokémon haben, was für Attacken. Also nehmt euch auch nicht unbedingt ein Beispiel an mir. Ich steigere hier meinen Angriff permanent. Aber wirklich effektiv ist da gar nichts. So, jetzt gucken, was er als drittes hat. Mein Arsch noch ein bisschen nach rechts hängen. Despota! Woo! Nehmen wir natürlich jetzt noch Kyogre. Beim letzten Mal war es, glaube ich, sogar so, dass ich Cliff ganz alleine nur mit Lucario geschafft habe. Weil ich Glück hatte. Da gab es in der Mitte keinen Kingler. Da gab es was anderes, was auch eine Kampfschwäche hatte. Und so konnten wir alles mit Lucario machen. Jetzt haben wir Cliff also auch noch besiegt. Drücken hier mal durch. Gucken, was er da hat. 4 Hypertränke, 4 Beleber. Ja, okay, und nichts. Hätte ja ein Shiny sein können. Wir machen gleich mal goldene Beere, dass es schneller geht mit dem Fang, weil die auch ein bisschen hartnäckig sind. So, das war nix. Das war auch nix. Das war schon wieder nix. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie habe ich es denn geschafft, die anderen zu fangen? So auf jeden Fall nicht. Ich warte am besten, bis er angreift. Keine Ahnung. So. Kreis war eingestellt auf großartig. Jetzt greift er an. Wir gucken mal, ob der jetzt drinnen bleibt. Dann kann ich euch gleich die Bewertung zeigen und kann euch auch gleich die anderen zeigen, die wir noch gefangen haben. Dafür nehme ich euch aber, glaube ich, in die Hand. Oh, jetzt fühle ich mich wieder gut. Jetzt, wo ich weiß, dass die nicht da drauf steht, weil hier geht es doch ein Stück runter und ich möchte ungern, dass die Kamera da unten reinfällt. Wir bewerten mal das. Ne, wir bewerten es nicht. Wir gehen erstmal rein vom ersten, was wir hatten, bis zum letzten, was wir hatten. Und angefangen hat es nämlich hier mit diesem Sneebel. Das heißt, wir bewerten das Sneebel. Das ist mega schlecht. Dann hatten wir den Raid mit dem Regigigas. Da ist auch die Bewertung schon wieder weggegangen. Regigigas ist auch schlecht, ne? Dann haben wir hier das Blutzug gehabt. Schlecht, ich hatte 2 Pässe, 2 Rocketradare, jetzt haben wir hier Quapsel, Schneebedeck, Potrot, Fritzelblitz ist an sich eigentlich ganz nett, aber ein sinnloses Pokémon. Quiekel, der hätte besser sein müssen. Sesokids gefangen, 2 Stück und Quapsel als letzten für das letzte Teil, unser Murzel am Ende. Ihr seht, da ist nichts Gutes dabei. Ihr könnt ja mal reinschreiben, habt ihr schon ein Krypto-Shiny bekommen jetzt von den neuen Rocket-Bossen? Habt ihr ein gutes Pokémon bekommen in letzter Zeit von den Rocket-Rüpeln oder Bossen oder was auch immer? Ich traue mich hier gar nicht mehr weg, obwohl jetzt ist eigentlich frei. Ich glaube, das war's von meiner Seite aus. Ich verpiss mich jetzt. Ihr könnt aber kurz noch auf die Aufgaben gucken. Aber eigentlich müsste es jetzt weitergehen mit Giovanni. Ja. Wir können hier noch was abholen, dann geht's weiter mit Giovanni. Was genau da jetzt aber drin ist, gucken wir uns im nächsten Kapitel an. Weil Giovanni ist nur ein Kampf. So können wir die nächste Folge schön strecken, die ist lang genug. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.